Servus Leute und wie immer herzlich willkommen hier bei mir auf dem Channel. Heute mal ein etwas anderes Video. Normalerweise gibt es ja Rennstrecken-Vlogs oder Technik-Vlogs bei mir auf dem Channel. Aber heute dreht sich mal hier um meinen Transporter. Und zwar ist hier das allererste Video, wie ich meinen Transporter zum Camper ausbauen möchte. Aber da ich jetzt höchstwahrscheinlich ein paar neue Zuschauer generiere, möchte ich mich einfach mal ganz kurz vorstellen. Bin der Matthias, bin 24 und fahre hier diesen VW T5 Facelift 2 Liter Diesel mit 140 PS. Der Transporter ist aktuell, ja, zweite Hand. Ich habe 175.000 Kilometer drauf und möchte dieses Fahrzeug jetzt zum Camper ausbauen. Ich möchte es aber nicht so ein richtig Nobel-Camper machen. Ich möchte das Fahrzeug einfach nur etwas brauchbarer für mich umbauen, dass ich auf der Rennstrecke schlafen kann. Ich möchte mir ein Bett installieren. Ich möchte einfach von Haus aus einen kleinen Schrank drin haben, dass ich das Nötige immer dabei habe. Ich möchte den Bus dämmen, das heißt Schallisolierung und Wärmeisolierung. An sich möchte ich das Fahrzeug einfach etwas brauchbarer machen. Ich gehe mal kurz zum Fahrzeug hin. Es ist ein Transporter, der von Haus aus einfach leer ist. Das Einzige, was ich bisher gemacht habe, ich habe hier meine Trennwand rausgeschmissen, weil mich die ultra gestört hat. Ich werde jetzt, keine Ahnung, 10 Videos aufbauen, wie ich Stück für Stück diesen Transporter umbaue zum Camper bzw. zum, ja, ich sag mal, Rennstreckenschlafmobil. Wenn ihr wirklich Bock habt, laufend Videos von mir zu bekommen, wie ich dieses Fahrzeug hier umbaue, bleibt auf jeden Fall da, lasst einen Haken hier und ich würde mich über Kommentare freuen. Aber ich stehe hier an einem ganz besonderen Ort und deswegen habe ich einfach mal Teil 1 hier rausgemacht. Ich zeige euch gleich nochmal am Fahrzeug, was ich überhaupt vorhabe. Aber etwas ganz Besonderes befindet sich hier hinter mir. Man kann es hier schon erkennen. Ich stehe hier auf einer Waage. Und zwar möchte ich einfach mal einen Vorher-Nachher-Vergleich machen, was der Transporter aktuell wiegt und was er am Ende im fertigen, umgebauten Zustand wiegt. Wir sind aktuell bei, ja, 1,8 Tonnen, was wirklich schon nicht wenig ist für einen leeren Transporter. Da würde es mich echt mal interessieren, was so ein randvoller Multivan wiegt, denn die sind wirklich schwer. Aber wir gehen mal ganz kurz zur Waage hin und ich zeige euch das, damit ihr wirklich seht, was das Fahrzeug aktuell wiegt. So, wir sind jetzt hier an diesem wunderschönen Display. Wir haben 1820 Kilo. Ich muss fairerweise sagen, mein Tank ist nur dreiviertels voll. Rechnet von mir aus nochmal 30 Kilo drauf. Aber im Endeffekt ist das Fahrzeug leer. Da ist wirklich sonst nichts dran. Das sind einfach nur zwei Sitze. Ja, ein komplett leerer Transporter eben. Ich würde mal ganz kurz sagen, wir gehen mal ins Fahrzeug rein und ich möchte einfach mal kurz zeigen, was ich vorhabe und was euch in den nächsten Videos erwartet. So, wir befinden uns jetzt hier im Fahrzeug. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, es ist ein Transporter mit dem kurzen Radstand, das heißt 3 Meter. Es ist leider kein langer Radstand, den habe ich damals nicht bekommen, aber ich bin eigentlich super glücklich mit meinem Fahrzeug, zumal es schon mein zweiter Bus ist. Ich denke mal, die meisten Busfahrer von euch verstehen das Problem, dass es beim VW-Bus gibt. Dementsprechend gehe ich da auf dieses Thema nicht ein. Was habe ich jetzt hier am Fahrzeug vor? Ich werde auf jeden Fall im zweiten Teil mal alles vorstellen, was ich wirklich benötige für den Umbau. Ich habe schon alles zu Hause zusammengesammelt, beziehungsweise ich bestelle mir gerade alles zusammen. Aber gehen wir mal ein, was ich hier verändern möchte. Da ich deutschlandweit unterwegs bin, möchte ich eigentlich den Transporter, meinen Camper, so benutzen, dass ich drin schlafen kann und gleichzeitig mindestens ein Fahrzeug bewegen kann. Ein Fahrzeug sieht bei mir eigentlich aus wie ein Motorrad. Entweder habe ich eine Motocross, eine Supermoto oder ein Straßenmotorrad hier drin. Wie möchte ich das Ganze umsetzen? Auf jeden Fall möchte ich hier von euch aus gesehen auf der linken Seite mein Bett montieren. Das Bett soll mindestens 60 cm haben. Wenn man es ausfährt, hat es dann 1,20 m. Dementsprechend ist sozusagen die Hälfte vom Fahrzeug schon verbraucht. Die andere Hälfte hier soll dann mein Motorrad beherbergen. Und hier drüben ist aktuell ein kleiner Schrank geplant, der nur bis hier hoch geht. Warum gehe ich nur bis hier hoch? Da ich eigentlich mein Motorrad recht oft hier rein und raus schiebe, würde es mich stören, wenn hier oben ein Schrank ist, der wirklich bis hoch geht. Mein Lenker ist komplett im Weg. Dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, einfach einen Schrank kürzer zu halten. Und eventuell könnte man hier oben ja noch ein kleines Waschbecken einbringen. Oder was mir persönlich gefallen würde, was aber eigentlich total der Schwachsinn ist. Ich habe zu Hause im Keller noch einen richtig schönen Flachbildschirm. Der könnte hier reinpassen. Da ich auch öfters im Ausland unterwegs bin und wir einfach abends zusammensitzen, wäre es ganz geil, wenn man hier zu zweit oder zu dritt hockt, zockt eine Runde Playstation oder so und könnt gleichzeitig den Fernseher dabei haben.
Aber das ist nur Spielerei von mir. Ich glaube nicht, dass ich das umsetzen werde. Ja, an sich, der Bus ist komplett nackt. Ihr hört es wahrscheinlich, er schallt ganz schön. Wir haben auch teilweise einfach nur Holzverkleidungen und Pappe. Dementsprechend einfach nur rohes Blech. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ich möchte den Bus komplett dämmen. Das heißt Wärmeisolierung und Geräuschdämmung. Für die Wärmeisolierung möchte ich Amaflex verwenden und für die Geräuschisolierung, also einfach ja, den Schall etwas rausbringen, gerade vom Fahrzeug. Die Radkästen hier sind extrem laut. Hierfür möchte ich Alubidyl verwenden. Da gehe ich am besten nochmal in ein Video ein, wenn wir soweit sind. Das möchte ich einfach alles hier verkleiden, das Fahrzeug komplett dämmen. Was ich leider nicht habe, ich habe keine Standheizung. Eventuell werde ich in Zukunft eine verbauen, aber die geht leider etwas ins Geld. Dementsprechend ja, liegt es aktuell auf Eis. Ja, mein nächstes Problem, das ich habe, da ich leider keinen Holzboden habe, muss ich mir selber eine Holzplatte anfertigen, beziehungsweise einen Holzfußboden, damit ich einfach hier meine ganzen Möbel anbringen kann. Im gleichen Zug möchte ich mir eine neue Holzdecke anfertigen, diese mit Kunstleder verkleiden bzw. Alcantara. Und das allergleiche möchte ich mit den Seitenwänden durchführen. Für die Schiebetür habe ich etwas ganz Besonderes. Das ist eigentlich unter den, ich sag mal, Caravelle-Multivan-Fahrern und Transporterfahrern bekannt. Da gibt es so eine Einlage, dass man etwas mehr Stauraum hat. Die möchte ich hier einfügen. Dementsprechend ein etwas größerer Akt. Meine Trennwand ist draußen. Warum habe ich die Trennwand rausgemacht? Einfach um mehr Raum zu gewinnen. Man hat ein schöneres Fahrgefühl. Es stört einfach, wenn die Wand hier drin ist. Die habe ich rausgeschmissen. Was jetzt leider ein kleiner Nebeneffekt ist, wir haben hier, ja, noch, ich sag mal, von der Trennwand diese Halterung. Diese Halterung stört mich aber für den weiteren Umbau. Warum stört es mich? Ich möchte Drehkonsolen einbauen, damit ich die Sitze umdrehen kann. Auf jeden Fall schon mal für den Beifahrersitz. Für den Fahrersitz bin ich noch am Überlegen, wie ich es mache. Denn es wird hier im Endeffekt etwas mit meinem Bett stören. Hierfür muss ich aber leider die Flex ansetzen, da ich diesen Stahlträger, diese Halterung von der Trennwand nicht benötige, werde ich diese rausschneiden. Hierzu kommt natürlich auch ein externes Video. Stromverkabelung an sich möchte ich eigentlich keine anbringen. Ich möchte auch die originalen Lampen verwenden. Ich möchte diese nur ein bisschen lackieren, damit es grau wegkommt. Aber ich mache jetzt hier keinen großen Stromausbau. Denn auf der Rennstrecke und im Fahrerlager habe ich eigentlich immer Strom. Und wenn es keinen Strom gibt, habe ich Notstromaggregat dabei. Und da brauche ich jetzt nicht hier irgendwie eine zweite Batterie ins Fahrzeug bauen und mir Mats die Stromkabel legen mit Steckdosen und 12 Volt Anschlüssen, da ich eigentlich immer alles auf den Rennstrecken habe. So, wenn wir jetzt gerade am Bettthema waren, was ich ebenfalls machen möchte, ich möchte hier unter meine Bettkonstruktion ein Schwerlastregal anfertigen, das ich nach außen ziehen kann. Dieses möchte ich dann modular aufbauen, dass ich entweder meine Werkzeugkiste mitnehmen kann, die ich auf der Rennstrecke habe, oder falls ich Bock habe, mit meiner Freundin in den Urlaub zu fahren, möchte ich einfach so ein Küchenmodul nehmen, dieses hier reinstellen und unter das Bett verschwinden lassen, dass ich es einfach jederzeit rausbauen kann, beziehungsweise rausschieben kann und dann kochen kann oder auf der Rennstrecke meine benötigten Ersatzteile und Werkzeuge einfach ja, im Fahrzeug habe, ohne dass es immer auf der Straße, auf der Rennstrecke rumliegt und ich so nachts alles wieder absperren kann. Die ganzen Sachen habe ich jetzt schon zu Hause liegen und wie angesprochen werde ich Step by Step Videos aufbauen und möchte euch einfach begleiten, wie ich mein Fahrzeug umbaue. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Das Einzige, was noch als allerletztes Video kommt, das ist so ein kleines Goodie von mir. Ja, ich habe insgesamt 3 Motorräder und meistens bin ich mit 2 Motorrädern unterwegs. Aktuell ging es natürlich im Fahrzeug. Wenn aber mein Bett hier drin ist, möchte ich nicht mehr mit 2 Fahrzeugen fahren. Es ist erstens nicht mehr möglich und zweitens stört es mich eigentlich. Ich habe mir für meinen Bus einen Heckträger besorgt, dass ab sofort das zweite Motorrad hinten am Bus hängt. Beziehungsweise, wenn ich mit einem Motorrad unterwegs sein sollte, werde ich ihn vielleicht auch dann öfters verwenden und das Motorrad hinten am Bus verwenden. Aber hierzu wird selbstverständlich auch ein Video kommen, wie ich diesen Träger montiere, worauf man achten muss, ja. Und was das überhaupt ist, viele von euch kennen keinen Heckträger, viele gehen davon aus, er sitzt auf der Hängerkupplung. Nein, er ist am Rahmen verbaut, aber hierzu kommen wir dann am besten, wenn es soweit ist. Ja Leute, ich möchte einfach nochmal kurz zeigen, was ich eben gemeint hatte mit dieser Halterung hier. Wir haben hier ein Blech.
das gute 4 cm vom Boden rausragt und einfach im Weg ist, wenn ich hier meine Drehkonsole habe. Wir drehen uns um, man tritt hier drauf. Ich finde persönlich, dieses Blech stört eigentlich. Das ist ja komplett am Fahrzeug montiert. Es geht bis hoch ans Dach. Hier drüben ist es leider verschweißt, dementsprechend auch hier am Boden. Diese Schweißstellen möchte ich lösen und nachträglich dann versiegeln und einfach wieder alles montieren, nur ohne diese Schienen, damit wir hier einfach ein besseres Raumgefühl haben, damit wir unsere Drehkonsolen montieren können und hier durchgehen können, ohne dass wir jedes Mal auf diesem Blech treten und hängen bleiben. Ja Leute, wir sind am Ende vom Video angelangt. Ich möchte euch einfach nur mit diesem ersten Teil einen ganz kleinen Überblick geben, was ich in Zukunft hier mit meinem Transporter vorhabe. Mich würde es wirklich freuen, wenn ihr mal einen Kommentar da lasst, wie ihr den Umbau findet, was ihr verändern würdet, wenn ihr euren Transporter zum Camper umbauen würdet. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der seinen Bus schon umgebaut hat zum Transporter und kann mir eventuell ein paar Tipps geben. Ich möchte die komplette Videoreihe so aufbauen, dass ich wirklich Stück für Stück auf jede Thematik etwas eingehe. Ich möchte die ganzen Produkte euch mal darstellen, die man benötigt, um so einen Bus, ich sag mal, wohnlich zu gestalten. Was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, was ich eventuell noch versuchen möchte, wenn alles fertig ist, meinen Transporter hier zum Wohnmobil zuzulassen. Da gibt es ein paar Hürden, die man überwinden muss, aber normalerweise ist es kein Problem. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ich beende dieses Video hier und mich würde es wirklich freuen, wenn ich ein paar neue Abonnenten gewonnen habe. Lasst einen Daumen da, folgt mir, denn in Zukunft wird auf jeden Fall deutlich mehr von diesem Bus hier kommen. Ich halte es mal kurz. Wir sehen uns einfach im zweiten Teil und wie immer danke fürs Einschalten.